Dem Autobike Trans-Schwarzwald 2, die zu überwinden sind und Junge, das ist hier das wieder so. Ich hab heute Morgen auch schon wieder von allen gesagt. Ja, das ist der Ordnungsfahrt. Ja, das weißt du mal nicht. Die Batterie-Ausschaffer. Nicht regnet, jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen Feuer werden hier. In der heimlichen Hauptstadt des Schwarzwaldes. Hinauf zum Feldberg, zum höchsten Gipfel des Schwarzwaldes. Und da müssen die Fahrer noch einmal knapp 90 Kilometer und 2.500 Meter. Hey, grab mir mal binnen gek. Ja, die, da haben wir einen Beistand. Ah, ja. Ja, mal. Ich bin ein B. Ach, Süßin. Ich bin ein Kollege. Liebe Mitstreiter, lass den Christian heute lassen. Und ich wünsche allen Sportlerinnen und Sportlern und Ihnen mit Ihrem Team, dass Sie alle gesund am Feldberg ankommen und dass alle Sportlerinnen und Sportler sehr, sehr zufrieden sind. Mit der gesamten Tour durch den Schwarzwald, mit den Standorten, vor allem mit Freudenstadt. Und das wäre schön, und wenn wir uns in vielleicht in 2 Jahren mal wiedersehen könnten, das würde mich ganz besonders freuen. Vielen Dank für die netten Worte. Wir sind auf jeden Fall gerne hier in der heimlichen Hauptstadt des Schwarzwaldes. Und über das Wetter müssen wir allerdings wirklich nochmal sprechen. Denn das war ja gestern wirklich saumäßig. Aber ich habe das Kompliment auch schon an die Bürgerinnen und Bürger weitergegeben. Hey, was? Hey! Hey. Ich will noch so ein Foto trinken. Film. Was du hieß denn? Oh, Filmdach. Innerhalb einer Stunde werden Sie hier auf dem unteren Marktplatz in Frauenstadt nichts mehr zu sehen. Wir haben vorne das führende Team Multivan Merida Biking mit Hannes Genzel, Europameister Mountainbike Marathon 2005 mit Andreas Kugler, dem aktuellen Schweizer Meister. Wir haben den Bronzemedaillengewinner bei den deutschen Meisterschaften, Thorsten Marx im Mountainbike Cross Country. Wir haben Manuel Fumitsch dabei, der schon mal U23 Cross Country Weltmeister war, deutscher Meister 2008 im Mountainbike Cross Country. Und jetzt haben wir von 59 und 32 Sekunden, liebe Zuschauer. 5, 4, 3, 2, 1 und los geht es! Dritte Etappe, und so sieht es aus, wenn 500 Fahrer hinausfahren auf die Strecke. Danke. Thank you.
Ist gut.
Für dieses wunderbare rote Hauspilz. Mit einer Hundertstel Vorsprung. Das war aber wirklich getimt. Mal schauen. Andreas Kugler und Hannes Nielse. Daphne van der Wand und Johan van der Ven from Netherland, the Team Cycle Experience. Die Daphne, was ist nun los? Du trinkst ja. Ja, so langsam gewöhnt man sich dran, ne? Ja, dem Johan schmeckt es immer gut. Inzoomen. Handje vasthouden.